Bei dem Projekt ist das Praktische, wenn man es am Ende funktioniert, dass zum Beispiel, wenn eine Rolltreppe ausfällt, merkt, dass es irgendwo zu Engpässen kommt. Und da könnte man dann mit, könnte man zum Beispiel die reparieren lassen oder wenn man andere Stellen wie bei Stadtplanung. Ja, wir haben uns halt gedacht, der Vorteil von unserem System besteht primär darin, im Gegensatz zu bestehenden Systemen, wie es zum Beispiel auch auf der Republika war, dass die Handys nicht in den WLAN drin sein müssen. Das heißt, man kann das anonym machen. Also das ist auch ein Part, den er noch erläutern wird. Und dann könnte man zum Beispiel auf dem Kongress, wo ja öfter mal die Rolltreppen stehen geblieben wurden, kann man sowas dann relativ schnell merken, wenn es dann sich da aufstaut und da jemand hinschicken, der ne, das wieder anmacht. Und generell kann man auch Gebäude so relativ gut managen. Ja, ich habe mich derweil um die ganze Mathematik dahinter gekümmert. Und unser System besteht daraus, dass wir 3 Raspis haben, die diese WLAN-Signale auffangen. Und dazu haben wir, wie schon erwähnt, erstmal gemessen, ob das überhaupt technisch möglich ist. Und wir waren selber überrascht davon, wir können den ganzen Platz hier hinten können wir mit einer Antenne abdecken. Das heißt, man kann schon auch im relativ großen Maßstab das Ganze betreiben. Ja, ich habe mich dann um die Dreiecksberechnung gekümmert damit, habe teilweise weinend am Whiteboard gesessen, weil die Formeln nicht funktioniert haben. Da macht Schulmathematik auf eine ganz neue Art Spaß. Parallel dazu hat sich Gregor darum gekümmert, dass von den 3 kleinen Raspis die Daten auch wieder zusammengefasst werden und überhaupt sinnvoll in den Kontext gebracht werden. Und Gregor hatte auch Spaß und davon erzählt euch jetzt etwas. Ich hatte super viel Spaß. Also erstmal noch das grobe technische Prinzip dahinter ist, WLAN-Geräte, die sowohl wenn sie in einem WLAN verbunden sind oder nicht, brüllen quasi ständig in den Raum, wer ist denn hier so an WLAN-Geräten, mit denen ich mich verbinden kann. Das ermöglicht es einem zum Beispiel, sobald man nach Hause kommt, ist man in seinem WLAN, weil das Handy zwischendurch schon nach Hause gebrüllt hat, du, wer ist denn hier? Und dann sagt der WLAN-Router, ha, das bin ich. Und dann sagt das Handy, gut, dann verbinde ich mich mal mit dir. Und das Schöne ist, die kann man halt mit stinknormalen WLAN-Karten mitlesen. Also haben wir es dann so gemacht. Man sieht hier, wir haben 2 WLAN-Karten an den PC angeschlossen. Das sollten eigentlich eine Karte jeweils an einen kleinen Computer und die im Raum verteilen. Nur wir hätten jetzt halt nicht eben das alles schnell aufbauen können und die ganzen Kabel ziehen können. Also läuft das alles an einem Computer. Wir fangen dann die Signale auf und ich mache die dann schön sauber, dass ich die quasi in seine Formel drücken kann. Und da oben links, das ist eigentlich das, wo es drauf ankommt, da sieht man zwischendurch Got 3 Data Packages und einen relativen Standort mit X- und Y-Koordinaten. Und daher kann man dann bestimmen, wo sich Geräte und damit auch Personen bewegen. Jo, und dieser relative Standort mit X- und Y-Koordinaten kann man natürlich auch ganz toll, ja, kannst du gerne mal machen, plotten mit einer beliebigen Library, die relative Standorte mit X- und Y-Koordinaten, sieht man das? Ja, ja, klasse, darstellen kann. Wir haben uns dafür für die Library Bokeh entschieden. Das ist eine Python-Library, die interaktive Plots erstellt. Und das Schöne dabei ist, die ist sehr, sehr vielfältig und was man hier halt sieht, die 3 etwas dunkleren Fadenkreuze sollen halt die Access Points darstellen und die etwas grüneren Flecken quasi sind die einzelnen WLAN-Geräte und die Daten werden halt an den Plot als JSON aus einem WebSocket übergeben und das ist halt, man kann das auf vielfältige Art und Weise verarbeiten, dadurch, dass es halt nur ein JSON ist. Die Anwendungsgebiete dafür sind so vielfältig. Man kann halt, ob eine Rolltreppe stehen geblieben ist, ist im Zweifelsfall binär und da braucht man keine Visualisierung für. Ja, was ich halt toll an dem Projekt fand, ist, dass wir wirklich jeder Einzelne aus diesem Team hat zwischenzeitlich da gesessen und einfach daran gezweifelt, teilweise noch mit einem halben Dutzend Mentoren, ist das überhaupt technisch umsetzbar, geht das überhaupt?
Und dann haben wir es halt trotzdem im Grunde so weit geschafft, dass wir halt wirklich jetzt Standorte berechnen können, in Echtzeit sogar. Und das war einfach ein cooles Erfolgserlebnis, weil es wirklich nicht klar war, ob es überhaupt funktioniert. Ja.